Hallo, hi. Ich habe mir was Neues zugelegt und zwar den Manfrotto Pixie Mini Tripod. Der soll einfach als Ergänzung zu dem Joby herhalten. Und jetzt gibt es ein kurzes Unboxing und dann schauen wir mal, was das Teil so drauf hat. Los geht's! Stativ kommt in dieser Plastikverpackung, hat hier auf der Rückseite so Eingriffe, da kann man direkt ran, so wie immer bei Plastik. Es ist trotzdem nicht so geil, es aufzureißen. Eine kleine Beschreibung, also da ist im Endeffekt drauf, wofür man es verwenden kann. Langzeitbelichtung ist immer sowas. Ist hier schon so als Art Vlogging-Stativ vielleicht dargestellt. Es wird dargestellt, wie man es montieren muss. Wir haben drauf, wie man es verschließt und öffnet. Also da ist so ein kleiner Kugelkopf drin, worüber man die Kamera dann verstellen kann vom Winkel her. Und was natürlich noch drauf steht, für welche Kameratypen es geeignet ist. Also einfach vom Gewicht her. Sie schreiben jetzt hier Kompaktkameras, Spiegelreflexkameras mit Kit-Objektiven, also einfach nicht mit wahnsinnig schweren Objektiven. Das hier ist jetzt ein 28-135. Da müssen wir mal gucken, ob das dann stabil drauf hält. Und dafür habe ich es hauptsächlich gekauft, für das Smartphone mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Klammer drumherum. Mir geht es einfach darum, dass ich das Smartphone öfters mal benutze, um irgendwelche Zeitraffer aufzunehmen. Und da ist das, glaube ich, einfach ein bisschen praktischer als der Joby, der dann immer ausgerichtet werden muss. Also ihr müsst den hinstellen, dann muss ich gucken, passt das jetzt von den Füßen her. Vielseitiger, aber ein bisschen komplizierter beim Aufstellen. Und jetzt bei dem Manfrotto Pixie Mini ist es so, ihr habt einfach die Füße hier unten dran, ne, seht ihr hier, die kann ich dann einfach ausklappen und wenn ich die ausklappe, steht das Teil fest und das sieht richtig cool aus, das Teil. Also fühlt sich gut an vom Material her, designed in Italy. Die Füße sind komplett stufenlos verstellbar, das heißt, wenn ihr es ein bisschen höher hinstellen wollt, könnt ihr das einfach so hinstellen oder eben die Füße vorne schräg hinstellen und hinten gerade lassen. Dann habt ihr einen anderen Winkel drin. Und so hat man trotzdem, dass es ein starres Objektiv ist, also nicht so flexibel wie der Joby jetzt, die Möglichkeit, es einfach ein bisschen unterschiedlich aufzustellen. Wir haben hier die ganz normale Aufnahme, die wir an jeder Kamera eigentlich finden. Das heißt, wenn ich jetzt hier so eine System- oder Kompaktkamera habe, kann ich einfach das Stativ nehmen und kann es hier unten ganz easy reinschrauben. Zack, dann ist das fest. Jetzt kann ich das aufstellen und schon habe ich ein Stativ für die Kamera. Und was natürlich echt geil ist, ihr kommt extrem weit nach unten. Also ihr habt nicht wie bei den großen Stativen, wo die beiden Kameras jetzt gerade drauf sind, dass ihr das dann irgendwie umdrehen müsst, die Füße einklappen. Es ist direkt schon sehr nah am Boden. Ich glaube, wir sind hier irgendwas um die 11 cm über dem Null-Level. Das heißt, ihr kommt wirklich tief mit der Kamera runter und könnt dann eben ganz andere Aufnahmen machen als die, die ihr sonst immer habt. Ich sage ja immer, den Winkel ein bisschen verändern, einfach um es ein bisschen spannender zu machen. Dann haben wir hier vorne diesen Knopf, den wir drücken können, also mit dem Manfrotto-Logo drauf. Sobald wir den drücken, entsperren wir den Kugelkopf und können dann direkt die Kamera so positionieren, wie wir sie haben wollen. Also ihr seht es jetzt, ich kann sie nicht komplett auf 90 Grad, also auf Porträtmodus, rüberkippen. Ich vermute mal, dass das irgendwo 45, ja, 45 sowas rum sein werden. Aber man kriegt auf jeden Fall unterschiedliche Winkel hin. Sobald ich es loslasse, ist das Teil fest und ich kann in der Position die Aufnahme starten. Geht ein bisschen schwer vom Verschieben her, aber ich denke, das ist auch ganz gut. Wenn das jetzt irgendwie lommelig wäre, dann hätte ich da ein bisschen Schiss, dass das nach zwei, dreimal Benutzen nicht mehr funktioniert. Also von der Seite her alles super. Das Coole ist jetzt, ich kann das natürlich für alle möglichen Dinge benutzen. Also steht zwar drauf, nur Spiegelreflexkameras mit Standardobjektiven. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Canon EOS 10D mit dem 28-135 auch drauf stellen können. Und wir sehen, das ist überhaupt kein Problem. Also ich habe jetzt hier keinen, irgendwie, dass das gleich
umkippt oder so, das trägt er easy. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit einem 200mm Objektiv aussieht, da sollte man sich dann vielleicht doch lieber absichern. Und das Geile ist jetzt halt, dieses Mini-Stativ könnt ihr euch immer in den Rucksack reinschmeißen. Und wenn ihr dann irgendwo unterwegs seid und einfach nochmal ein paar Zeitrafferaufnahmen machen wollt oder noch eine Aufnahme machen wollt, wo ihr ein Stativ braucht, könnt ihr einfach das kleine Ding nehmen, aufstellen, irgendwo auf eine Mauer oder sowas stellen und habt direkt die Möglichkeit, euer Video aufzunehmen, ohne dass die Kamera einfach so im Dreck steht. Dann, wie ich schon erwähnt habe, habe ich es mir hauptsächlich für mein Handy geholt, dass ich da einfach nochmal eine Möglichkeit habe, das iPhone irgendwo aufzustellen. Dafür brauche ich jetzt noch so eine Smart Clamp, heißt die hier von Manfrotto. Die habe ich mir noch mit dazu bestellt. Und ich sehe schon, das ist genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ihr habt innen drin so eine gummierte Fläche, einfach dass, wenn ihr das Telefon ohne Schutzfolie dort reinklemmt, dass dort nichts kaputt geht, dass ihr da keine Macken an das Telefon macht. Dann habt ihr unten die ganz normale Aufnahme, also wo ihr das Teil dann auf ein Stativ draufschrauben könnt. Und was geil ist, ihr habt das auch nochmal auf der Rückseite. Das heißt, wenn ich das Telefon einfach nur liegend positionieren möchte, kann ich das einfach so rum reinschrauben und kann jetzt, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal eines gesehen, ich mache ab und zu so 60 Sekunden iPhone-Tutorials und jetzt kann ich das Ganze eben einfach hier einklemmen, setze das hier rein und kann dann von hier die Kamera draufsetzen und kann so die Tutorials filmen. Was ich jetzt noch gesehen habe bei der Klammer auf der Rückseite, da ist noch so eine kleine Aufstellmöglichkeit. Das heißt, wenn ihr kein Stativ mit dabei habt, könnt ihr das trotzdem einfach so auf den Tisch stellen und könnt vielleicht sogar so schon die Aufnahmen machen. Ist natürlich jetzt nicht irgendwie stabil oder irgendwas, aber man kann es aufstellen. Das Logo hier auf der Seite sieht insgesamt echt schön aus, ist wertig. Was mich an dem jetzt ein bisschen stört, es gibt noch eine zweite Variante, die war aber gerade nicht auf Lager, deshalb habe ich mir die einfach mal bestellt. Ich habe hier keinen Blitzschuh, dann kann ich hier kein Mikrofon draufschrauben. Aber wie gesagt, es gibt eine zweite Variante, wo das dann mit drin ist. Auf der Unterseite vom Stativ seht ihr noch, die Füße sind so leicht gummiert, also da ist so eine kleine Noppenfläche dran. Das heißt, wenn das Stativ steht und ihr das bewegen wollt, dann rutscht euch das nicht gleich irgendwie über eine glatte Fläche rüber hinweg. Ich hoffe, ich konnte euch alle Funktionen von dem Manfrotto Pixie Mini zeigen. Wie gesagt, es ist nicht wahnsinnig viel dran, aber es ist insgesamt einfach ein hochwertiges, kleines Dreibeinstativ, was man sich immer mit in den Rucksack schmeißen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr euch mehr für Kamera-Equipment, Technik allgemein und elektrische Skateboards interessiert, lasst mir ein Abo da und bis zum nächsten Video. Ciao!